Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Capital Beat, direkt aus Brüssel, dort, wo das Herz Europa schlägt. Und wir sind hier im Studio des Parlaments und ich habe mir eingeladen, Knut Fleckenstein, herzlich willkommen. Grüße Sie. Sie sitzen für Hamburg im Europäischen Parlament und sind im Verkehrsausschuss und kümmern sich aber auch noch um Russland. Auch Russland werden jetzt Richtig. Viele Leute fragen, gehört Russland schon zur EU? Nein, gehört noch nicht zur EU. Ob es jemals dazugehört, wage ich auch im Moment zu bezweifeln. Würden Sie es gerne haben? Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn Russland sehr viel enger an die Europäische Union heranrücken könnte, als es im Moment noch der Fall ist. Und warum ist ganz klar. Wenn wir auf diesem Kontinent, Europa endet ja nicht an der polnischen Ostgrenze, miteinander Zukunft gestalten wollen, dann geht das nicht ohne Russland. Aber die wollen nicht so richtig, nicht? Wenn man die jetzige Regierung ansieht, die sagen, lieber wir bleiben alleine, wir orientieren uns nach Asien. Oder ist das ein unscharfes Bild? Ich glaube, das ist ein unscharfes Bild, weil sie orientieren sich schon eher in Richtung Westen und suchen das Gespräch, den Dialog mit der EU und NATO und anderen Organisationen. Allerdings ist es bei uns nicht ganz einfach, mit Russland zu sprechen, weil 27 Staaten haben sehr unterschiedliche, nicht nur Meinungen, sondern auch historische Erfahrungen. Negative. Auch negative, nicht? Meine polnischen Kollegen sind zum Teil sehr viel vorsichtiger und andere, die im Warschauer Pakt mehr oder weniger zwangsweise waren, ganz zu schweigen von den baltischen Staaten, die Mitglieder der EU sind und die sich mühsam aus der Sowjetunion herausgelöst haben. Und wo ja Gorbatschow, das wird ja meistens vergessen, noch militärisch interveniert hat. Richtig. 91, das wird ja immer leicht verdrängt. Richtig, und einer meiner Kollegen hier ist Herr Landsbergis, der damalige Staatspräsident, erste Staatspräsident Litauens. Das sind persönliche Erfahrungen, die es untereinander hier im Europäischen Parlament auch manchmal schwierig machen, eine gemeinsame Sprache zu finden, um mit Russland konstruktiv nach vorne zu denken. Da haben wir ja das schöne Wort erfunden, das heißt Sie im Europäischen Parlament, oder ich weiß auch gar nicht wer, von der Partnerschaft. Der besonderen Art? Oder? Es ist eine strategische Partnerschaft für mich. Was heißt das? Das heißt, wir haben zunächst einmal gleiche Interessen in vielen Punkten, die sich auch ergänzen. Russland ist ein Land mit großen Rohstoffvorkommen. Wir brauchen Energie. Wir haben gemeinsam Projekte zu entwickeln. Sind auch dabei. Diese Partnerschaft für Modernisierung, die beschlossen worden ist, ist endlich mal etwas, was nicht nur leere Worthülsen sind, sondern sehr konkret, ich glaube auf 15 Seiten, handfeste Projekte beinhaltet. Und da ich der Meinung bin, da wir ja auch über Werte reden, wo wir unsere Schwierigkeiten mit den Russen manchmal noch haben, mit der russischen Regierung, dass man so etwas nur erreicht, indem man gemeinsam arbeitet. Wandel durch Annäherung ist in Deutschland ja ein Begriff. Ja, Egon Bahr mal erfunden. Genau, 1963. Und es stimmt heute noch, meiner Überzeugung nach zumindest. Also, da muss eine ganze Menge miteinander geredet und getan werden. Und letztlich, das bleibt dann am Ende, ist, wir haben auch gemeinsame Verantwortung gegenüber anderen Teilen der Welt, unseren Nachbarn, ob das die Frage ist, wie man mit dem Iran umgeht, Afghanistan, Migration generell. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo wir sehr dicht beieinander sind, wenn es darum geht, die Probleme aufzuzählen. Und ich glaube, man kann auch gemeinsame Lösungen erarbeiten. Bleiben wir mal kurz beim Thema Energie. Wir haben Nord Stream mit Gazprom, wir haben South Stream mit Gazprom, wir haben Nabucco. Die geht an Russland vorbei, da ist Joschka Fischer beteiligt, bei Gazprom ist Schröder beteiligt, aber die Russen mögen dieses Nabucco-Projekt nicht so richtig. Wie erklärt sich das? Das erklärt sich in Wirklichkeit, glaube ich, daraus, dass sie natürlich gerne mehr und mehr, na, ich will nicht sagen eine Monopolstellung, aber sie haben Angst, dass ihre wichtige Stellung dadurch in Frage gestellt wird. Das halte ich für unsinnig. Auf der anderen Seite allerdings muss man uns auch zugestehen, dass wir diversifizieren wollen, dass wir auch andere Gaslieferanten und Erdöllieferanten gerne als Partner haben wollen, so wie wir auch davon ausgehen müssen, dass Russland nicht seinen gesamten Export auf
die Europäische Union ausstellt, sondern sich auch andere Kunden noch suchen wird. Wie stark wird denn der europäische oder der deutsche Anteil sein am Aufbau Russlands heute? Und wie stark unterstützt die EU die russischen Anstrengungen, sich näher an die EU vielleicht wirtschaftlich anzubinden? Also bei der wirtschaftlichen Anbindung unterstützt die EU ja genauso wie auch Washington die Bemühungen Moskaus, jetzt der WTO beizutreten, dem Welthandelsabkommen. Das ist schon eine wichtige Sache. Wir verhandeln seit vielen Jahren hier in Brüssel einen Partnerschafts- und Kooperationsvertrag mit den Russen, der immer wieder stecken bleibt bei wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen, die alle geklärt wären, wenn es einmal sozusagen über die WTO gelöst ist. Das würde auch uns in den Bilateralen sehr helfen. Das Zweite, was ausgesprochen wichtig ist, ist die Partnerschaft für Modernisierung, wo wir doch... Das ist wieder das Wort Partnerschaft. Ja, mittlerweile auch von den gleichen Dingen reden. Russland war Partnerschaft für Modernisierung in erster Linie eine technische, wirtschaftliche Angelegenheit. Und wir haben Ihnen von Anfang an gesagt, dass wir auch in Ihrem Interesse glauben, dass das zu kurz gesprungen ist. Denn wenn die Gesellschaft sich nicht mit modernisiert, wird es schwer sein, Investoren zu finden. Sprich modernisiert, demokratisiert. Richtig. Wenn wir das richtig übersetzen. Ja, richtig. Die russische Verfassung sieht ja heute aus wie in einem freiheitlich-demokratischen Staat. Aber bei der Umsetzung, das wissen wir alle, hapert es an vielen Stellen ganz ordentlich noch. Und wenn dort nicht gleichzeitig dran gearbeitet wird, dann nützen auch keine tollen Pläne für Investoren. Sie werden nicht kommen. Da gibt es immer dieses eine Wort Rechtsunsicherheit in Russland. Deutsche Unternehmen sagen, sie gehen ungern nach Russland, weil die reden zwar schön, aber wir haben keine Rechtssicherheit. Dass im Land herrscht Rechtsunsicherheit. Teilen Sie das? Das teile ich, ja. Da muss eine ganze Menge getan werden. Weil wir merken ja immer wieder, dass durch Änderungen von Steuersätzen, dadurch, dass man nicht wirklich sicher sein kann, dass man sein Eigentum behält, dass man seine Gewinne, die man ja macht, sonst investiert man da nicht, auch wirklich aus dem Land herauskriegt. Solange das nicht wirklich geklärt ist, wird es immer schwierig sein, Partner zu finden. Und Sie brauchen ja nicht nur die wenigen großen Partner wie die Mineralölindustrie, die Sie mit unterstützen, sondern Sie brauchen vor allem, wenn Sie modernisieren wollen, Ihre Wirtschaft, eine Reihe handfester mittelständischer Investoren. Und die fehlen Ihnen noch. Und ja. Das geht nur bei Rechtssicherheit. Genau so ist es. Sie sind ja als Europapolitiker engagiert mit Russland und ich nehme mal auch ganz persönlich emotional, wenn Sie den Präsidenten Medvedev anschauen und Putin, den Ministerpräsidenten, in 2 Jahren sind, glaube ich, wieder Wahlen. Nein, viel schneller. 2013, glaube ich. Im Dezember sind Parlamentswahlen und im Frühjahr nächsten Jahres sind schon die Präsidentschaftswahlen. Könnte es sein, dass Putin dann wieder oder dass es dann diese Rochade wieder gibt? Nach der Verfassung durfte er ja nicht direkt gewählt werden. Aber wenn einer dazwischen ist, darf er wieder. Er darf natürlich wieder. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das ausgehen wird. Ich behaupte immer, Herr Putin ist so stark, dass es ihn nicht stören wird, wenn Herr Medvedev die auch internationale anerkannte Rolle weiterspielt. Ich glaube allerdings, das Wichtige ist, dass beide ja für einen gewissen Teil der russischen Gesellschaft stehen. Der eine mehr für diejenigen, die den Sicherheitsaspekt, ich meine jetzt nicht den militärischen, sondern den Leben, mit Bezug auf Leben, den Sicherheitsaspekt im Vordergrund haben, das ist Herr Putin. Und die anderen, die Modernisierung, Weiterentwicklung vorantreiben wollen. Demokratisierung ist ja Jurist. Ist Medvedev. Und ich glaube, dieses Land ist darauf angewiesen, dass die beiden in irgendeiner Form zusammenbleiben. Wie auch immer. Wie auch immer. Also im Prinzip völlig egal, wer denn Präsident ist. Hauptsache, die beiden bleiben zusammen. Ich glaube, dass das relativ wichtig im Moment ist, weil man nicht weiß, wie sonst dieses Land auseinanderdriftet. Ich will noch ein Thema ansprechen. Sie sitzen im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments. Ja. Wir haben immer noch 27 verschiedene Lufträume über Europa. Ja, wann wird das vereinheitlicht und wann wird dieser Luftraum europäisch? Also ich könnte Ihnen jetzt die Zahlen nennen, die die Kommission so veröffentlicht. Nee, sagen Sie mal Ihre Meinung. Ich glaube das alles nicht.
Es wird sehr lange dauern, weil an kaum einem Beispiel kann man so gut die immer noch vorhandenen Egoismen der Nationalstaaten erkennen. Alle erkennen grundsätzlich, dass das Sinn macht mit diesem einheitlichen Luftraum. Das muss man vielleicht erklären, weil der einheitliche Luftraum bedeutet ja, dass man sozusagen nicht zickzack nach den Leitsystemen von einem Land dann ins nächste fliegt, sondern dass man sehr viel weitere Funkstationen sozusagen hat, um sich daran zu orientieren, was zu einer Abkürzung von Routengeschwindigkeit und auch Energieverbrauch führen also könnte. Also ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Beides, zumindest ökonomisch, weil ich glaube, dass das, was Sie einsparen, werden Sie dann an mehr Fliegern in die Luft kriegen. Insofern bin, also ich, doch nicht, so bin ich nicht so ganz sicher. Aber dass es Sinn macht, wissen alle. Und trotzdem möchte jeder seinen Claim weiterhin beschicken. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Franzosen sind da etwas schwieriger als die Deutschen vielleicht. Aber so ganz ohne sind wir auch nicht. Aber wir haben ja in anderen Bereichen schon die Europäisierung. Nur da klappt es nicht. Schienenverkehr ist vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Schienenverkehr ist ein gutes Beispiel, wo auf der einen Seite der grundsätzliche Wille zur Liberalisierung, zur Öffnung der Märkte deutlich wird. Und in Wirklichkeit, wenn wir heute sehen, wie weit wir gekommen sind, dann ist das sehr, sehr unterschiedlich. Und da brauchen wir Deutschen uns nicht verstecken. Der Markt ist relativ offen, auch wenn es natürlich auch in Deutschland immer wieder Reibereien gibt. Aber vergleichen Sie es mit Frankreich und anderen Ländern, wo sehr, sehr spät jetzt erste Schritte begonnen werden, um den Markt zu öffnen. Rechtzeitig vor dem sogenannten Recast, der jetzt kommt. Und das ist sehr überschaubar. Sie haben noch genug zu tun als Europaparlamentarier, wenn ich das so sehe. Europa ist noch längst nicht fertig. Ich will auch noch ein bisschen hierbleiben. Ich bedanke mich bei Ihnen, Knut Fleckenstein, Europaabgeordneter aus Hamburg. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie eine Sendung verpasst haben, können Sie die gerne noch mal nachschauen auf www.capitalbeat.de. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.